So, dann sagt mal alle Hi YouTube, denn es geht weiter mit ein bisschen Zelda. Und was haben wir denn hier so? Mhm, mhm. Hier kann ich jetzt einfach hinlaufen, oder? Das ist eigentlich super easy. Aha, sieh da. Ich kann nach den Prüfungen mal auf den Dekobaum klettern. Und dann mal schauen, was da so geht. So, mein Dude, muss ich mit dir reden? Ein Hylianer tritt zur Prüfung der Crocs an. Geht das überhaupt? Na, wird schon in Ordnung gehen. Magst du dich an der Prüfung der Crocs versuchen? Ja. Wirklich? Du machst es? Da hat sich das Fragen ja gelohnt. Bei der Prüfung geht es um Folgendes. Du darfst dich einfach nicht im Nebel verlaufen. Huch, du wirkst etwas unzufrieden. Kein Problem, kein Problem. Du kriegst einen Hinweis von mir. Die Bäume, die Eisen verschlingen, weisen den Weg. Fühlst du dich nicht von ihnen angezogen? Na, alles klar. Dann los. Okay. So, wo sind hier noch Bäume, die Eisen verschlingen? Da vorne. Wack. Voll cool. Wie wir einfach das Masterschwert haben. Ich dreh durch, Junge. Ich dreh fucking durch. Dass wir diese Scheißprüfung tatsächlich geschafft haben. Junge! I'm going insane, so. Lege mich den alten Schild. Nee. Lege in mich der. Okay. Das hat gut geklappt. Das habe ich schon mal gemacht. Warte. Perfekt. Nice. Sehr cool.
Also was ich machen kann, ist ein Video zu Breath of the Wild generell. Das ist auch geplant und deswegen mache ich das Ganze hier auch teilweise. Aber so ein ganzes Video zur Timeline, ich glaube, da sind andere besser für gewappnet. So, die kennen sich einfach mehr mit der ganzen Timeline-Geschichte aus. Oh, ich liebe antike Riesenkerne. Das ist das Beste, was du kriegen kannst. Tada! War der Joke nicht, dass Tears of the Kingdom irgendwie Anfang und Ende gleichzeitig ist und weil das so viel mit Skyward Sword gemeinsam hat, ist Tears of the Kingdom das komplette Ende der Timeline, wo Skyward Sword der Anfang ist und dann ist gleichzeitig Tears of the Kingdom der Anfang und leitet direkt in Skyward Sword wieder über, irgendwie so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendwie sowas habe ich mal gelesen, wer weiß, ob es stimmt. Ja, du darfst bei der Zelda-Timeline nicht denken, dass das irgendwie eine zusammenhängende Story ist. Das sind alles einzelne Spiele, die halt alle so gewisse Thematiken haben, die sie aufeinander aufbauen lässt. Aber es ist jetzt nicht so, als ob du halt vital irgendwelche Spiele gespielt haben musst, um irgendwelche Story-Dinger zu verstehen. Es ist eher so, such dir eins aus, das du cool findest, spiel das nächste, was du cool findest. Und du wirst halt merken, oh, okay, hier sind so zwei Sachen, die sind ähnlich. Und dann spielst du ein drittes und dann merkst du, ah, okay, hier ist wieder was, was irgendwie ähnlich ist. Und da ist wieder eine kleine Anspielung darauf. Und dann spielst du das nächste und dann kriegst du halt immer so ein größeres Bild. Aber das ist jetzt nicht so, dass irgendwie ein Spiel das ist, womit du anfangen solltest. Das ist ja das Coole bei Zelda. Du kannst dir einfach irgendeins aussuchen und dann damit anfangen. Werter Held, ich habe bereits auf dich gewartet. Hier findest du die schwierigste Prüfung, die Feuerprobe. Aber mit einem Krog-Waffenset bis ans Ende. Muss Schwertbogen und Schild angelegt lassen. Wenn sie kaputt gehen, wird die Prüfung abgebrochen. Okay. Das Krog-Waffenset. Kann ich das hier machen? Okay, das kann ich machen. Au. Fair. So, los geht's. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Uff. Okay.
Okay, ich dachte, ich könnte hier einfach durchlaufen. Stellt sich heraus, das ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Ich glaube halt, die einzigen Spiele, die tatsächlich so richtig mit der Timeline engagen, sind halt einfach Tears of the Kingdom und Skyward Sword. Und alle anderen sind halt echt so ein eigenes Ding, wo Nintendo gesagt hat, okay, wenn ihr unbedingt eine Timeline möchtet, dann reihen wir die halt jetzt einfach irgendwo ein und gucken mal, wie es passt so. Junge, was ist das? Come on! Oh, die Monster bleiben tot. Das ist ja cool. So, gehen wir jetzt auf Nummer sicher, dass ich hier jetzt rüberkomme. Oh mein fucking Gott! Das ist halt ultra ätzend. Mann, ey! Und nochmal. Aufregend. Das krieg ich hin, das krieg ich hin, das krieg ich hin. Alles wird gut. Nee, danke. Ich habe genug Proben heute gemacht, Alter. Ich bin durchgeprobt. Ich bin dann mit Proben.
Coolio. Okay, cool. Noch eine, dann haben wir es. Ich hatte gerade schon ein bisschen Angst, dass das Spiel gecrashed ist und einfach nicht lädt. Oh, meine kleine Katze schläft auf meinem Sofa. Ach, sie ist schon ein bisschen cute. Pussy Cambo. Die müsste ich erst aufbauen. Das wird glaube ich, gerade nichts. Vor allem bin ich halt auch hier gleich fertig. Von daher lohnt sich das kaum, dass ich jetzt, hier noch groß so ein Ding hinstelle. Hä, bin ich gerade an dem Dude vorbeigelaufen? Aha! Nee, hä? Ah, da ist er. Oh, du bist doch der Held, oder? Wegen den Krogprüfungen bist du hier. Bitte sag ja. Ja. Oh, puh, sehr gut. In diesem Fall könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun. Es ist so, Fraxinus hat sich in den Kopf gesetzt, die Prüfung der Krogs zu machen. Normalerweise wäre ich ja mitgegangen, aber er wollte unbedingt alleine gehen. Also habe ich ihn ziehen lassen. Aber ich mache mir ja solche Sorgen. Könntest du ihm nicht heimlich folgen? Also, so, dass er dich nicht sieht? Bitte, bitte. Da bin ich jetzt gespannt, wie das wird. Ich sehe ihn halt jetzt schon nicht mehr. Ah, da ist er, okay. Wie habe ich das denn auf der Switch geschafft? Ich sehe den Dude in HD-Auflösung nicht mal. Thank you.
Hälfte ist geschafft. Yay. Das ist emuliert. Emuliert mit höherer Auflösung und 60 FPS. Mod. Ist das eine Mod? Ich glaube schon, ne? Bei Simu heißt das einfach Grafikpack, so. Oh, kann er jetzt weitergehen? Oh mein Gott. Ernsthaft? Cool. Okay. Ich schätze, wir haben es geschafft. Außer er macht jetzt noch so einen Yokotaro-Rückzieher. War's das? Macht er jetzt noch mal irgendwie was? Okay. Ich habe die Prüfung geschafft. Yay. Hä? Wer ist da? Du bist doch der Held. Werte Held, ich habe die Prüfung geschafft und zwar ganz allein. Oh, ach ja. Der Dekobaum hat gesagt, dass im Schrein ein Segen auf den Helden wartet. Schau doch mal nach. Das war machbar, aber das war ein bisschen krass so. Also gefühlt habe ich den Dude halt so 80% der Zeit nicht gesehen. Und ich bin einfach nur random irgendwo langgelaufen. Hab aufs Beste gehofft.
So, das war cool. Na, eine halbe Stunde mache ich noch, dann habe ich die Stunde voll, dann sind noch die 10 Stunden durch und dann kann ich schlafen. So, wo ist der Dude? Hier ist der Dude. Hey Dude. Was, du hast alle Prüfungen geschafft? Gar nicht übel, gar nicht übel. Hey, was schaust du so? Willst du eine Belohnung, weil du alle Prüfungen bestanden hast? Dann werde ich wohl meinen Schatz überlassen müssen. Oh, sick. Versuch mal etwas mit einem mehr Maxi-Edeltrüffel zu kochen. Was Gesünderes gibt's nicht. Crazy. Jetzt erstmal vom Dekobaum gewohrt werden. Das Ding ist, das Deko-Schild mit 144 Dev kannst du erst holen, wenn du Tabu Rasa fertig hast und die 4 Titanen geschafft hast. Und ich glaube, so lange Monster gekillt hast, bis irgendwie nur noch silberne Bokoblins auf der Map rumlaufen. Oder überwiegend irgendwie sowas. Oder Leuen? Ich weiß es gerade gar nicht. Und da sind die Feen weg. Na komm, na komm, na komm. Sie fliegt halt auch nicht nach unten, ne? Die Bitch. Halt nicht so. I don't care. So, was willst du? Was denn? Ah, bin wohl eingenickt. Willst du dich einfach der Prüfung der Prox stellen? Zeit für ein Rätsel. Beginnen wir mit der ultimativen Prüfung. Folge meinen Hinweisen und bringe mir das gesuchte Objekt. Knackig, rot, rund und süß. Überleg geschwind und bring es mir. Hast du das Rätsel gelöst? Oder doch nicht? Wenn du die richtige Antwort auf dem Blatt Das ist ein Apfel, oder? Apfel, Apfel, richtig, das ist es. Gut gemacht. Und ich tanze. Nun gut, hier ist das nächste Rätsel. Aus Kakariko eine Spezialität gar fein, ein Gemüse, hart wie Stein. Na, was könnte das sein? Gute Frage. Irgendein Pilz, oder? Oder Steinsalz? Nee. Nee, es muss ein Gemüse sein, okay. Ach, ein Kürbis. Ja, okay, Kürbis habe ich nicht. Aber gut.
Nee, er will einen Kürbis haben. Das macht Sinn. Machen wir das mal. Besser ist. So. Dann. Kann ich ihm jetzt schon die Kürbisse klauen? Anscheinend nicht. Verdammt. Kann ich vielleicht einen Kürbis kaufen? Scheinbar nicht. Da kann ich übernachten. Ich kann auf jeden Fall mal meine Ausdauer erhöhen. Tada! Dann probieren wir das nochmal nachts. Das sieht aufregend aus. Ich bin stärker als er. Also hier wird das irgendwie auch nichts. Ah, mysteriös. Na, was soll's. Was kann ich denn noch machen? Ich könnte mal meine Klamotten nochmal upgraden. Das heißt, die sind wir eigentlich auch richtig. Oh, und mit Glück finde ich hier auch so einen blauen Dude, ne? Da! Warte. Mega! Dann noch mehr Feen, die nehmen wir auf jeden Fall auch alle mit. B, please. Komm schon, komm schon. Verdammt. Was soll's? Hau raus, Mädchen. Mach mich stärker. Oder eher, mach meine Verteidigung hoch. Was nicht geht. Oh, fuck off. Ich brauch so einen scheiß Dingssplitter.
komplett vergessen. Und das kann ich nicht machen? Ihr seid ja Witzfiguren. Ich mach noch so 20, 30 Minuten und dann bin ich durch. So. Das hier geht auch nochmal. Und jetzt muss ich halt echt schon upgraden, ne? Wo finde ich denn dann die andere Fee nochmal? Hab ich jetzt spontan mega das Loch im Hirn. Oh shit. Es ist Zeit für ein Dings. Zeit für noch ein Blutmond, Mann. Eine in der Nähe der Orni, eine in der Wüste. Okay. Zwei Feen habe ich schon. Ich habe die in Akala und die in Kakariko. Oh shit. Ich habe gehört, das soll funktionieren. Okay, und jetzt kann ich einfach wieder raus und alles ist gut. Ha, witzig. Nee, ist nicht witzig. Wurde ich angelogen? Wie funktioniert das denn? Ich muss ein bisschen länger drin bleiben, okay. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mich dann mal auf den Weg machen und die linke Seite von Hyrule ein bisschen erkunden. Und ich glaube, als nächstes machen die Orni Sinn, oder? Die Gerudo waren erst am Ende irgendwie relevant. Ich möchte gerne den Blutmond umgehen. Das heißt, ich eier jetzt so ein bisschen, wir sind durch die Gegend, warte, dass er getriggert wird, ohne dass ich da bin. Das heißt, er wird nicht getriggert, sondern einfach gebuffert und dann kommt er gleich nochmal. Hoffen wir, dass es jetzt reicht. Sick. So, tauen wir das ganze Ding kurz mal auf. Ich finde das übrigens so cool, wie sich das auflädt und dann einfach entflammt. Das sieht halt so nice aus, so ein schöner Effekt. Hier ist ja nicht mal was. Ich dachte, da wäre zumindest eine Truhe drunter oder so, aber nein.
Lahm. Oh, doch nicht. Okay, macht doch Sinn. Und hier dachte ich schon, das wäre komplett nutzlos. Mega witzig. Das hier, nicht so witzig. Maria, danke für den Raid. Ganz schön sass, muss ich sagen. Was habt ihr gespielt? Mehr kämpfen. Da bin ich mit dabei. Nichts. Auch okay. Einfach nur just chatting. Das kann man auch mal machen. Das müsste ich eigentlich auch mal viel öfter machen. Eigentlich rede ich viel zu gerne, als dass ich die ganze Zeit nur zocke. Aber, na. Ich denke mir dann immer, wer möchte schon mir dabei zusehen, wie ich nichts tue. Oh, warte. Ah, nee, ist alles cool. Triforce Hero, danke für dein Sub. Warte, ich hab doch das Master Schwert. Warum mach ich sowas? Mega, mega dumm. Das ist nicht auf der Switch. Das ist emuliert. In höherer Auflösung, höherer Framerate, bessere Weitsicht, bla, alles. Alles cool. Gute Nacht, Entschuldigung. Schlafe gut. Ey, der Krogwald läuft einfach in 60 FPS. Also theoretisch. Würde ich nicht nebenher aufnehmen, würde es voll 60 FPS laufen. Ich verspreche es. So, warte mal. Ich muss eigentlich wieder irgendwie nach oben, glaube ich. Weil hier ist mega doof. Wir gehen mal nach da. Okay, und dann müssen wir, glaube ich, darüber, ne? Genau. Wir müssen einmal nach dort, einmal nach dort. Irgendwo war hier doch der eine Dude. Wie heißt der? Dieser Dingsbums des Waldes. Das ist noch ganz praktisch, das sollte ich nicht vergessen. War der hier auf diesem Berg? Ich glaube schon, ne? Okay, cool. Keine Ahnung, was das für ein Berg ist. Aber ich glaube, da muss ich hin, denn
wenn ich mich richtig erinnere, ist da ein easy Weg zum Schrein mit dem Blutmond. Gute Nacht, Maria. Schlaf gut. Okay. Hier komme ich nicht drum rum. Junge, komm schon. Da nicht. Hier? Junge, was ist hier los? Warum ist das so ein Krampf? Komm schon. Stell dich nicht so an. Da auch nicht. Hier? Nee. Ja, es ist doch der da. Geht doch. Jetzt wäre es praktisch, wenn ich mein Pferd einfach zu mir rufen könnte. Also die Previews haben ja gesagt, Tears of the Kingdom wird sich wohl circa auf demselben Level wie Breath of the Wild bewegen. Daher... Könnte interessant werden, auf jeden Fall. Könnte interessant werden. Oh, es ist ätzend. Ich bin so im Rush irgendwie, weil ich unbedingt zu diesem einen Schrein möchte, wo der Blutmond kommt. Und ich kotze, wenn das wieder 6 Stunden dauert. Aber mein Gott, so. 70 Euro für schlechte Performance. Uff. Ich bin trotzdem gespannt auf das Spiel. Performance ist mir da erstmal relativ egal. Also wenn du dir Emulatoren von vertrauenswürdigen Quellen runterlädst, musst du vor Viren keine Angst haben. So.
Für das Spiel hier nutze ich CEMU. C-E-M-U. Tada! Ja, das ist legal. Du darfst Emulatoren benutzen. Das Einzige, was du nicht darfst, ist dir Spiele einfach aus dem Internet herunterladen. Das ist problematisch. Aber einen Emulator darfst du nutzen. Ich meine, ich weiß gerade nicht, wie die Gesetzeslage in Deutschland mit kopiergeschütztem Content ist, aber ich gehe mal davon aus, dass das legalitätsmäßig nicht unbedingt auf der weißen Seite ist. Also wenn du es tatsächlich so legal wie möglich haben möchtest, dann ja. Dann brauchst du eine Wii U, die gehackt ist. Mit der kannst du Breath of the Wild kopieren. Und dann diese Kopie auf den PC ziehen, um diese dann über CEMU zu spielen. Das ist der mehr oder weniger legale Weg, glaube ich. Ach, wundervoll. Junge, was ist los? So, die Frage ist natürlich, wie komme ich da rüber? Ich fände das übrigens voll cool, wenn ihr hier nicht darüber redet, wie man sich illegale Spiele aus dem Internet runterladen kann. So just saying, so. Fuck. Nice. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, los geht's.
Oh, fuck. Komm schon. Okay, perfekt. Let's go. Und perfekt. Und let's go. Holy shit, was war das denn? Damn. Sie hat gerade alle Gegner gekillt. Hui. Ich wusste nicht, dass die Teile sowas können. Holy shit. Also das sah auch so aus, als ob einer der Blitzmagier einfach seinen Uber losgelassen hat und jetzt einfach es anfing zu blitzen. So. Das Wetter hat sich auch instant geändert in Gewitter. Krass, krass, krass. So, ich weiß jetzt nur, da ist irgendwo, glaube ich, der Schrein für den Blutmondkram, oder? Der war irgendwo hier. Ja, also die Richtung, das weiß ich, dass es in dieser Richtung ist, aber ich weiß nicht wo. Das ist ja mein kleines Problem. Ich meine, wir haben ja die Karte. Diese Anhöhe, das hier. Wasserplateau, okay. Gehen wir da mal hin. Schauen wir mal nach. Er packt das schon, er packt das schon. Ich muss mich jetzt nur ein bisschen beeilen, weil ich nur noch ein paar Stunden Zeit habe hier. Und das ist ein bisschen knapp jetzt. Also ein paar Ingame-Stunden meine ich damit.
Ich kann nicht Whistle Run. Ich glaube, das funktioniert nicht mit Samu. Warte, wie funktioniert das? So? Nee. Ist es das? Oh, fuck. Oh, okay. Aufregend. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich fortzubewegen. Nice. Das Problem ist nur, dass ich jetzt hier irgendwie hochkommen muss. Ey, das ist voll praktisch. Holy shit. Junge, das ist voll cool. Oh mein Gott. Okay, da ist der Dude. Da ist der Schrein. Ich hoffe, ich komme da hoch. Das sieht extrem gefährlich aus, Alter. Das gibt mir schon so ein bisschen Anxiety, Mann. Hä, ist das Ding gerade angegangen? Shit, es ist tatsächlich angegangen. Oh, ich komme noch nicht hoch. Ach stimmt, man muss auf der Plattform nackt stehen, ne? Muss ich die Waffen auch ablegen? Ich mach's besser mal. Es hat keine 6 Stunden gedauert. Es hat keine 6 Stunden gedauert, Junge. Holy shit. Das war einfach snap, snap, snap und plötzlich ist er da. Voll gut. Oh, und trotzdem nochmal kämpfen? Ihr seid ja auch ein paar Witzfiguren, Alter. Und das hier. Let's go.
Und weil wir Happy Game Mechaniken abusen, glaube ich, dass wir in diesem Spiel keine 100 Stunden uns beschäftigen werden. Oh, fuck off, dude. Ich verstehe übrigens nicht, wo das Bandschwert gerade herkommt. Ich weiß nicht, wo es im Spiel gesagt wird. Halt, bisher sehe ich die ganze Zeit nur Masterschwert, aber nie Bandschwert. Sagt das Zelda nicht irgendwann mal? Nee, Semo spielt die Spiele so wieder, wie sie sein sollen. Also zumindest auf Deutsch wurde da nichts editiert. Keine Ahnung, so. Ich muss jetzt auch rausfinden, warum das Bandschwert heißt. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall versuchen, irgendwie nochmal hochzukommen. Weil ich eigentlich ganz gerne den Talk mit ihm hätte. Ich glaube, da kann man so gar nicht hoch, oder? Da brauche ich echt Rivalis Dingsbums für. Ach ja, ich glaube, ich komme da nicht hoch. Oh nein! Es ist der Blutmond! Link, der Blutmond! Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut! Krass. Haben wir so viele Monster gekillt, dass es sich lohnt, dass sie schon wieder neu spawnen? Kann sein, dass es Impa war, ne? Ich weiß es halt auch nicht mehr. Irgendwer hat es Bandschwert genannt. Ah, sick. Wir kommen hier doch hoch. Ich dreh durch. Ich lege hier eine Aufzeichnung meiner Reisen auf der Suche nach alten Liedern nieder. Gezeichnet Kashiwa. Das Lied des Zugulandwaldes. Dieses Lied ist im Zugulandwald von Firone ein Klassiker. Es scheint unter anderem um Drachen und Riesenschlangen zu gehen. Ich frage mich, ob es solche Wesen heutzutage überhaupt noch gibt.
das Lied der westlichen Hyrule-Ebene. Im südlichen Bereich der westlichen Hyrule-Ebene liegt die Jagdbrücke. In der Nähe befinden sich zahllose Felsen mit einem Loch in der Mitte. Und über genau diese Felsen soll ein Lied gehen. Worum es wohl darin geht? Das Lied der Foldblut-Ebene. In der Foldblut-Ebene im südlichen Teil des Ranells ist ein Lied überliefert, das von einem Tier handelt. Die Foldblut-Ebene befindet sich nordöstlich von Kakariko. Vielleicht sollte ich dort eine Pause einlegen und nach der Sache nachgehen. Das Lied des Gerudo-Turms. Ich erfuhr, dass es ein altes Lied über ein Bauwerk namens Gerudo-Turm geben soll, wo sich dieser Hier sind jetzt einfach nur seine Standorte eingeschrieben, oder? Anyway, sing uns mal dein Lied vor, Brudi. Was für ein Side-Eye er uns einfach gibt. Oh, Verzeihung, war das zu laut? Sieh an, hier hoch zu klettern ist wirklich eine Leistung. Auch in dieser Gegend wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich der Prüfung stellt und sie überwindet. Und möchtest du das Lied dieser Region hören? Yes, hau mal raus. Mit Vergnügen, legen wir los. Du hast das Rätsel ja bereits gelöst. Eigentlich sollte ich beeindruckt sein, doch ich verspüre eine ungute Vorahnung. Ich hoffe, dass sich auf deinem Weg nicht das Verderben einholt. Cool! So, damit haben wir das geschafft. Und ja, dann würde ich hier, glaube ich, auch den Break machen. Dann stelle ich mich hier in mein Pavillon mal hin und warte, dass alles gut wird. Und dann verabschiede ich mich für heute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder in neuer Frische, wo wir dann uns aufmachen und ein bisschen die Vogeldudes besuchen und ein bisschen Titan schaffen. Es kann ja nicht angehen, dass wir... haben wir heute den Titan geschafft? Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht war es gestern. Die Tage blurren bereits ineinander. Auf jeden Fall, schlaf gut.